Hallo, willkommen beim Detroit Spielerlebnis. Ich bin ein Android und betreue Sie. Bevor wir beginnen, machen wir ein paar Anpassungen zur Optimierung des Spiels. Dies sind die Spracheinstellungen Ihrer Konsole. Sind sie korrekt? Passen Sie die Bildschirmeinstellungen an. Danke. Wählen Sie nun Ihr Profil. Wird dieses Symbol angezeigt, schalten Sie Ihre Konsole nicht aus. Sie sind jetzt bereit, Detroit zu starten. Denken Sie daran, es ist nicht bloß eine Geschichte. Dies ist unsere Zukunft. Sie meine Kleine! Was? Sie schicken einen Androiden? Okay, Ma. Das, wir müssen jetzt das gehen. Können Sie doch nicht machen! Sie, warum schicken Sie keinen echten Menschen? Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Ist sein Name bekannt? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Haben Sie eine Deaktivierung versucht? Gleich als erstes. Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun.
glotzt du denn so? Steh doch nicht herum. Schritt näher oder ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte nicht! Los! Hi, Daniel! Wo? Mein Name ist Connor! Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Ich weiß, du bist wütend, Daniel. Aber du musst mir vertrauen und dir helfen lassen. Ich will keine Hilfe. Niemand kann mir helfen. Es soll einfach alles aufhören. Ich will nur, dass alles aufhört. Er verliert Blut. Wenn er nicht in ein Krankenhaus kommt, überlebt er das nicht. Alle Menschen sterben irgendwann. Was macht es schon, wenn der hier jetzt stirbt? Ich lege ihm einen Druckverband an. Fass ihn nicht an! Finger weg oder du stirbst! Du kannst mich nicht töten. Ich lebe nicht. Bist du bewaffnet? Ja, ich habe eine Waffe. Fallen lassen! Ganz langsam oder ich schieße! So, jetzt nicht mehr. Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Aber ich war nur ein Spielzeug, das man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah.
Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein! Hör zu! Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie. Weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden! Der Stadt gehen. Das ist unmöglich, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche, dir passiert nichts. Ich will nicht sterben. Du wirst auch nicht sterben. Wir werden nur reden. Dir wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Okay. Ich vertraue dir. Gelogen, Connor. Du hast gelogen. Ein wirklich erstklassiger Haushaltsassistent. Er kocht 10.000 Gerichte, komm schon, Zoe, gehen 200 Sprachen und Dialekte. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Wow. Klingt ja toll aus. Genau so einen brauchen wir. Wie viel soll der nochmal kosten? Im Moment gibt es die gesamte Produktionslinie im Angebot. Ich zeige Ihnen noch ein Modell. Alles, was im Haus anfällt. Malern, Klempnern, Gärtnern, reparieren. Nee. Eine gute Wahl, Sir. Folgen Sie mir bitte, wir machen alles fertig.
zeigen lassen, dass du den Typ. Der MP800 ist etwas teurer, hat aber auch viel mehr Funktionen. Danke, das war's schon. Das teurer und mehr Funktionen? Ja, ich mag den Kerl nicht. Da ist er. Das war etwas schwierig, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Er war echt richtig kaputt. Was ist nochmal mit ihm passiert? Es war ein Auto. Ein blöder Unfall. Ah, verstehe. Wie auch immer, er ist jetzt so gut wie neu. Na, vielleicht bis auf den Reset. Also, wir mussten den Speicher löschen. Es ging nicht anders. Das ist okay. Okay. Gibt's einen Namen? Von meiner Tochter. AX400, registriere deinen Namen. Kara. Mein Name ist Kara. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Hey, Wasser. Das waren 12 Meilen. Noch 5 Meilen bis zum Ziel. Hey,
noch Zeit bis vier. Hey, weg da! Du verscheuchst doch meine Kunden! Plastikmüll, ich sagte weg da! Ganz zahlen müssen. An diesem Tag werden wir uns verantworten müssen für die Götzenanbetung. Warum guckst du mich so an, Dämon? Ich weiß, wer du bist. Ich durchschaue dich. Du bist derjenige, durch den das Böse kommen wird. Du bist derjenige, der Detroit zerstören wird. Diese Androiden sollten unsere Sklaven sein. Doch diese Sklaven werden zu Meistern. Wir können ohne sie nicht mehr leben. Sie sind zu Hause, in den Schuhen, den Fabriken. Sie haben unsere Jobs. Sie betreuen unsere Kinder. Sie sind Identifikation bestätigt. Die Bestellung Nummer 847. Das macht 63,99. Bitte die Zahlung bestätigen. Zahlung bestätigt.
Verkauf abgeschlossen. Wo willst du hin, Blechbüchse? Hä? Ach, wirklich? Hey, Leute, hier ist eine von diesen Blechbüchsen. Seht euch das Scheißding nur an! Klaut unsere Jobs und kann nicht mal aufstehen! Ja! Ja! Zeig's mir! Mach dich fertig! Wir nehmen dich jetzt auseinander. Mach das Ding fertig. Na los! Okay. Das reicht. Lass die Lektion. Beschädigt ihr ihn, gibt es ein Bußgeld. Dein Job ist auch bald weg. Was du dann wohl sagst. Okay. Na los, geh weiter. Jobs. Ja! Yeah. Yeah. Wir müssen Familien ernähren und diese Androiden nehmen unseren Platz ein. Yeah. Weg mit Androiden! Maschinen, meine Damen und Herren, sollen uns dienen. Yeah. Und nicht ersetzen. Yeah. 35% Arbeitslosigkeit, Millionen ohne Job. Und tun wir irgendetwas? Yeah. Yeah.